Hallihallo, Hallöchen. Herzlich willkommen zum Restegießen. Ich habe noch ein bisschen Harz übrig und gestalte das jetzt noch ganz kurz. Ich habe mir hier größere Rosen in der Fantasy Mode gemacht und jetzt mache ich hier passende kleine, wenn es noch klappt, wenn mein Harz noch nicht zu weit vorangeschritten ist. Das ist das Mastercast. Das ist immer, ziemlich kurz in der Verarbeitungszeit und ich weiß nicht, ob das jetzt noch so funktioniert. Probieren wir es einfach mal aus. Ich gebe hier die Resin Inks. Das ist Elderberry, so ein lila Ton. Das ist Grey Purple. Dann Coral, so ein Rotton. Eher so ein bisschen Tendenz, wenn man ins Orange, ne, habe ich das Gefühl. Und Mango. So. Das ist ein dunkles Orange. So. Mein Handschuh ist versaut, egal, das macht nichts. Deswegen hat man Handschuhe an, als Schutz. Dann habe ich noch meine Weißmischung. Und nehme den Silikonpinsel und trage hier dann quasi mir meine Röschen auf. Jetzt ist ein Tropfen natürlich mega auseinandergegangen. Fast die ganze Form voll. Schauen wir mal, ob es wird. Also ich tauche hier ein. Dann gehe ich hier von innen. Innen nach außen, formen wir einfach so ein paar Blütenblätter. Das ist schwierig, das sieht man gar nicht so richtig. Das ist ein dunkler Farbton. Aber ja, vielleicht klappt es ja noch, vielleicht fließt es ja noch in die Mitte. Dann hätte ich schöne Anhängerchen. Da noch. Ah, will gar nicht. Nee, gar nicht so viel reinmachen. Okay, wirbeln das mal in der Mitte. So. Nächste Farbe. Man merkt einfach, dass die Verarbeitungszeit sehr kurz ist. Jetzt sind die Temperaturen sehr warm. Dann, ja, das ist ein bisschen blöde zum Gießen. Da müssen wir jetzt ein Harz nehmen, das ein bisschen länger verarbeitet werden kann. Ich habe hier das Mastercast, das ist für mich das Liebste für Blumen. So. Na? Und dann in der Mitte einmal nur wirbeln. Ich hoffe, es arbeitet noch. Sehr schön. Ah, die Kleckse sind ein bisschen kleiner geworden. Das heißt, nehme ich mir das Rot. Das Korall. Ja, ich mag auch meine Pigmentpaste-Mischung. Wird schon zäher. Ist gar nicht so einfach. Aber ja, ich schaue mal, vielleicht gibt es ja noch einigermaßen schöne Röschen hin. Das war jetzt hier der Rest, dann wäre es jetzt auch nicht so schlimm. Wenn das beim Hauptguss nicht klappt, das ist schon ärgerlich. Aber ja, sieht ja eigentlich ganz gut aus. Mitte einmal wirbeln. Ich glaube, hier kann ich noch mein Plättchen hinmachen. Okay. Das ist total schief und krumm. Jetzt hat mein Haar schon total eingefärbt. Ich hoffe, ich habe noch ein bisschen frei für das Orange. Ne, jetzt ist es hier ein Mischmasch. Oh mein. Ja. Vor lauter Reste gießen. Also es ist hier nicht mehr weiß. Das hat ja schon Farbe angenommen. Egal. Gibt es halt hier ein lila, orange, irgendwas Gedöns. Ja, das ist einfach so zäh, es ist so ein komisches, ja.
Total komisch zum Gießen. So, bisschen noch die Form. Das ist echt seltsam. Okay. Seht ihr, wie das schon zäh ist? Das ist ja Wahnsinn. Geschafft, juhu. Ja, gut, hier. Fließt auch schon Richtung Mitte. Ja. Schauen wir mal. Also, lass uns überraschen, was am Ende dabei rauskommt. Jetzt zum Ausformen. Ciao mal. So, jetzt haben meine kleinen Überrestchen ausgeformt. Ich hole es mal kurz raus und drehe es dann was drum. So. Bin mal gespannt, ob es noch gearbeitet hat. Weil das ja schon ziemlich vorangeschritten war von der Zeit und von der Temperatur, von der Außentemperatur her. So, Nummer 1. Tada. Ja. Da fehlt ein bisschen irgendwie auf der Seite was, aber ansonsten, ja. Ganz okay. Das ist besser. Gefällt mir viel besser. Hab dann auch gleich dunkel aufgegossen, hab's tatsächlich geschafft. Hat sich auch, finde ich, gelohnt. Nächste. Ja, das geht auch. Ist auch okay. Und das letzte. Tada. Da fehlt auf der Seite ein bisschen was. Aber ansonsten, ich sag mal für einen Restiguss, das ist doch super. Wenn man Reste übrig hat. So, haben wir die Kamera näher. Sorry fürs Wackeln. Wenn man ein paar Restchen übrig hat, warum nicht? Das ist doch super. So, genau. Prima. Also, dann hoffe ich, euch hat es gefallen. Würde mich über einen Kommentar freuen. Natürlich über einen Daumen hoch, über ein Abo. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns zum nächsten Video. Tschüss.